Militärische Drohnen sollen aufklären im Feindesland. Was wir aber offenbar auch dringend benötigen, sind politische Drohnen zur Aufklärung im Inland. Momentan mutmaßlich lohnendes Objekt, das Bundesministerium der Verteidigung. De Maizière und die Drohne, Aufklärung oder Blindflug. Heute das Thema der Phoenix-Runde, liebe Zuschauer. Willkommen bei uns. Bei uns ist der parlamentarische Staatssekretär des Bundesministeriums der Verteidigung, Christian Schmidt von der CSU. Omid Noripur ist bei uns, auch Bundestagsabgeordneter von den Bündnisgrünen, der Verteidigungsexperte der Fraktion und natürlich auch Mitglied im Verteidigungsausschuss. Professor Andreas Zimmermann, Universität Potsdam, Völkerrechtler. Und mein Kollege Rolf Krement vom Deutschlandfunk, Experte für Sicherheitsfragen als Journalist. Herr Schmidt, der Auftritt des Ministers heute, ja, er gibt den Zerknirschten und gelobt Besserung. Ist das ein Erfolgsmodell, diese Krise zu überwinden, auf gut Deutsch im Amt zu bleiben? Der Minister gibt niemanden. Der Minister ist. Er ist ein authentischer, hugenottischer Preuße. Und hat sich diese Thematik sehr jetzt angelegen sein lassen und hat deswegen recherchiert. Ich weiß es, weil wir ja nun auch in den letzten Tagen viel miteinander gesprochen haben, um Klarheit und Information zu gewinnen. Ich will gleich dazu sagen, das kann man auch nicht, wenn es sich bei jedem dieser Themen oder wir uns bei jedem dieser Themen diese Klarheit bis in die letzte Schraube gewinnen würden, dann bräuchten wir keinen Apparat, dann wären wir allerdings auch nicht mehr handlungsfähig. Dieser Apparat ist ein wichtiges Thema jetzt in der Sendung, ja. Noch Herr Noripur. Die Opposition kritisiert ja, man hätte viel zu lange mit diesem Projekt des Eurohawk, dieser Drohne, gewartet. Das hätte man viel früher einstellen müssen, die Arbeit, um viel Geld zu sparen. Nur ein verfrühtes Ziehen der Reißleine ist ja auch kein Nachweis klugen politischen Handels. Ist die Frage des Zeitpunktes wirklich so wichtig? Es ist definitiv wichtig, weil davon abhängig ist, wie viel Geld tatsächlich am Ende verbrannt wurde. Der Minister hat heute erklärt, hätte er das früher eingestellt, das ganze Programm, dann hätte er Geld noch mehr verbrannt und so habe er sogar gespart. So wie er es gesagt hat, macht keinen Sinn. Weil auf der einen Seite braucht er ja jenseits des Aufklärungsprogramms und Systems noch eine Alternative zum fliegenden System selber. Das wird nochmal Geld kosten und wie viel, weiß er noch nicht. Und das Zweite ist, mir erzählen viele Techniker, dass am Ende, wenn das neue Trägersystem bereitsteht und feststeht, das sowieso komplett neu erprobt werden muss, weil das Aufklärungssystem noch mal passen muss dazu. Das heißt, alles, was seitdem passiert ist, seit er weiß, dass es Probleme geben kann bis heute, ist möglicherweise dann total verraubt. Das Argument war ja dieses Aufklärungssystem, also quasi die Fähigkeit der Drohne, ISIS genannt, die könnte man ja retten, dadurch, dass man sie in ein anderes System einbaut. Herr Clement, es wird jetzt von Organisationsversagen im Bundesverteidigungsministerium gesprochen. Was da sich dahinter verbirgt, werden wir auch noch gleich genauer sezieren müssen. Es ist ja nicht der erste Vorfall dieser Art. Man könnte ja sagen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Jahrzehnte des Bundesverteidigungsministeriums. Es gab immer wieder Beschaffungsskandale, unklare Hierarchien, unklare Verantwortungen. Selbst wenn das Bild jetzt ein bisschen schief ist, aber ist vielleicht der Eurohawk jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, dass sich jetzt wirklich etwas ändern muss? Weil diese Diskussion haben wir seit vielen Jahren. Na, es hätte sich ja schon viel ändern müssen, vorher schon. Denn es gab ja schon viele Untersuchungsausschüsse. Ich denke an den wegen des Kampfflugzeugs Tornado damals, der die Republik ja auch über mehrere Wochen und Monate damals beschäftigt hat. Ja, es muss sich was ändern und es hat sich ja auch was geändert. Im Zuge des Umbaus des Verteidigungsministeriums ist ja gerade diese Beschaffungsorganisation auf den Prüfstand gekommen und da ist einiges, hat sich einiges verändert. Ob das greift, das weiß man nicht. Das müssen wir jetzt einfach mal sehen. Und der Minister hat heute ja gesagt, dass er auch das im Lichte dessen, was jetzt passiert ist, noch mal auf den Prüfstand stellen muss. Was mich nur wundert, ist, dass der Minister ein Instrument aus der Hand gegeben hat bei dieser Reform, das gerade zum Krisenmanagement geeignet war. Es gab früher immer einen Planungsstab im Verteidigungsministerium, eine politische Abteilung, die so ein bisschen geguckt hat, was läuft im Ministerium, die aber dann in solchen Situationen, wenn es kritisch wurde, sehr frühzeitig eingreifen konnte und im Auftrag mit der Autorität des Ministers agiert hat. Das hat er aufgelöst, das ist aufgegangen in die politische Abteilung. Und jetzt muss man sehen, ob das jetzt wirklich Krisenmanagement ohne Planungsstab genauso funktioniert. Das Thema Drohnen ist ja auch völkerrechtlich nicht unproblematisch. Es handelt sich ja bei diesem
System um ein sogenanntes signalerfassendes System, also ein Aufklärungssystem. Können Drohnen auch als Waffen benutzt werden. Ist es eigentlich richtig, jetzt auch vom völkerrechtlichen Standpunkt aus auf dieses System zu setzen? Denn eigentlich ist ja unter den Militärstrategen und Verteidigungspolitikern die Meinung weit verbreitet, wir können gar nicht in Zukunft auf Drohnen verzichten. Entscheidend kommt es darauf an, ob solche Drohnen innerhalb von bewaffneten Konflikten eingesetzt werden sollen oder außerhalb von bewaffneten Konflikten. Und das, was vor allem problematisch ist und auch diskutiert wird, ist der Einsatz außerhalb von bewaffneten Konflikten, insbesondere durch die USA. Das ist höchst problematisch, darüber können wir nachher vielleicht noch mal reden. Innerhalb von bewaffneten Konflikten, wie etwa in Afghanistan, da kommt es darauf an, wie solche Systeme eingesetzt werden, gegenüber wem sie eingesetzt werden, ob sie wirklich nur gegenüber feindlichen Kämpfern eingesetzt werden und solchen Zivilisten, die selbst unmittelbar an Kampfhandlungen teilnehmen. Wenn wir nochmal auf den heutigen Tag da schauen, auch was der Minister jetzt gerade im Bundestag gesagt hat, in der Aktuellen Stunde und vorher auch in der Bundespressekonferenz, hat zwar gesagt, er hat nicht den Zerknirschten gegeben, aber er hat sich doch bezichtigt einer ganzen Reihe von Fehlern, was Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, auch Kommunikation angeht. Kommunikation scheint ja nicht die allergrößte Stärke im Ministerium zu sein. Sie sind aber das Führungsinstrument einer Armee. Ist das nicht dann ein etwas befremdlicher Befund? Mir ging es nicht anders wie dem Minister. Ich habe auch sehr, sehr spät diese Informationsvorlagen dann eben zu diesem Zeitpunkt bekommen, als das dann schon entschieden war, wo es übrigens rechtlich auch hingehört. Es ist nicht so, dass da ein Beamter der Staatssekretär, ich bin ja parlamentarischer, das ist eine unterschiedliche Funktion, dass der Kollege das nicht tun hätte dürfen. Nein, das ist seine Aufgabe. Nur ich will nochmal noch, das Politische kommt in diese Dinge natürlich ziemlich hinein. Ich will jetzt über das Thema Drohnen, wenn Sie mir gestatten, haben wir gerade ja schon die Drohnen alle irgendwie wieder zusammengeführt. Da liegt mir natürlich auf der Zunge den Herrn Steinbrück, der für mich jetzt, der weiß nicht genau, was er da gesagt hat und wie er es gesagt hat, dass man keine Drohnen braucht. Aber verdammt nochmal, ich darf doch von einem Kanzlerkandidaten erwarten, dass er die moralische Pflicht zur Sachkunde auch mit einbringt. Und gerade der als Finanzminister genau diese von Ihnen jetzt kritisierte und von mir auch, leider ist es das Geld, das verloren geht, wenn diese Drohne nicht benutzt werden kann, unterschrieben hat, beziehungsweise sein Staatssekretär. Also ich will damit sagen, die Dinge sind sehr viel komplizierter, als sie jetzt gegenwärtig dastehen. Ein zweiter Punkt, auch diese Drohne war natürlich in einem politischen Kontext und ist im politischen Kontext aus zwei Punkten. Das eine, sie heißt übrigens Green Eurohawk. Wissen Sie das eigentlich, Herr Kollege? Ja. Das hat vielleicht jemand von Ihren Koalitionspartner damals, damit die Grünen mehr mitmachen, geschrieben. Ich weiß es nicht. Steht im Vertragstext öffentlich drin. Rudi Scharping. Was hat Rudi Scharping gemacht? Nicht nur die Drohne bestellt, sondern eigentlich ein Beschaffungsmodell, einen Weg eingeführt, der gerade verhindern sollte, dass Geld verbrannt wird, den sogenannten CPM, Customer Product Management, wie man vermutet, von den Briten eigentlich abgeschaut, die diesen Demonstrator, also zuerst, bevor ich was kaufe, erstmal ein Versuchsobjekt. Eine Art Prototyp. Prototyp, ja, genau in diese Richtung. Und das, über das reden wir ja jetzt. Eigentlich ist das, was jetzt sich entwickelt hat, aus der Sicht des Scharping CPM 2001, zwar nicht, hat nicht zum Erfolg geführt, aber ist genau nach diesem CPM abgelaufen. Den hat jetzt de Maizière geändert. Er macht das jetzt noch anders und will von Anfang an, dass diese Projektteams sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, Bundesverteidigungsminister Scharping war ja zu einer Zeit Verteidigungsminister, als es eine rot-grüne Koalition gab. Das heißt, Schwarz-Gelb löffelt jetzt aus, was Rot-Grün eingebrockt hat. Aber auf den CPM können wir uns einigen. Wir können ja auch bei Herbert Wehner anfangen. Nee, das ist Rudi Scharping. Aber lassen Sie mich mal, wir reden ja über das, was jetzt gerade schiefgegangen ist. Ja. Der Vertrag ist 2007 aufgesetzt worden. Was zu rot-grünen Zeiten passiert ist, 2004 ist er auf den Weg gesetzt worden, Wir haben den Bedarf festgestellt, im Konsens, im Übrigen auch mit der Union. Und haben dann zugucken müssen, wie 2007 ein Vertrag abgeschlossen worden ist. Also wollen wir mit den Andersrum. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, um die Misere jetzt klar zu machen. Der Minister sagt, ich habe jetzt von den Schwierigkeiten bei der Zulassung erst erfahren, Anfang März 2012.
Der ist 2 Monate später beim Global Hawk, bei dem es ähnliche Probleme geben kann. Das ist der, den die NATO einführen richtig, möchte. Richtig, ja. In die Ausschüsse gekommen und hat sich 482 Millionen bewilligen lassen und hat nicht ein einziges Wort darüber verloren, dass es diese Schwierigkeiten geben kann. Es gibt nicht mal eine Risikoanalyse. Es gab nichts dergleichen. Die Frage ist, warum? Und ich verspreche, auch die Haushalter der Union hätten da nicht einfach die Hand gehoben und keinerlei Fragen gestellt, wenn überhaupt absehbar gewesen wäre, dass es ein Problem geben kann. Und das ist ein Vorwurf, den wir ihm machen, und da muss er eine Antwort geben. Aber da war ja die Frage auch der Kommunikation. Es gibt ja von Herrn de Maizière heute eine Äußerung, es sei eine lang geübte Tradition im Bundesverteidigungsministerium, dass die Staatssekretäre den Minister nicht in Rüstungsvorhaben einbinden. Er hat ja daraus dann die Schlussfolgerung gezogen, hätte ich vielleicht fragen sollen, hätten die Staatssekretäre mir berichten müssen. Man hätte ja sagen können, am besten machen sie beides, dann ist der Informationsgehalt am höchsten. Ist das wirklich so? Ist das gerade bei milliardenschweren Rüstungsvorhaben, dass ausgerechnet der politisch am meisten Verantwortliche da gar nicht eingebunden ist? Also ich habe das so verstanden und auch die Arbeit vorher im Ministerium so verstanden, dass der dann eingebunden wird, wenn es Probleme gibt. Wenn so ein Projekt aber ruhig läuft, das wird natürlich mit politischem Wissen des Ministers auf die Schiene gebracht. Und wenn das dann ruhig läuft, dann wird nicht jeden Tag dem Minister gesagt, es läuft ruhig. Sondern er wird erst dann wieder befasst, wenn es einen Entscheidungsbedarf gibt. Und das ist normalerweise, sage ich, für ein Ministerium eine völlig vernünftige Führungsorganisation. Dass der Minister im Wesentlichen nur mit den Dingen befasst wird, die auch zur Entscheidung anstehen. Dass er sich jetzt von jedem Rüstungsprojekt künftig alle paar Monate einen Bericht vorliegen lässt, okay, wenn er das so entscheidet, ist es so. Dann muss er die allerdings auch lesen, dann ist er verantwortlich und nicht mehr derjenige, der das Rüstungsprojekt im Apparat betreibt. Es ist eine Verantwortungsverlagerung zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Das ist ein Risiko, sicherlich. Aber ich sage auf der anderen Seite, bisher war es so, dass eben in diesem speziellen Fall war es jetzt so, dass ihm nicht gesagt worden ist, wir haben hier ein wirkliches Problem. Ja? Ja, gut, und zwar ein Jahr, er war ein Jahr im Amt, dieser 1. März, wo er da informiert worden ist, da war er ein Jahr im Amt. Und in der Zeit hat man ihm das nicht vorgelegt. So, und da kann man jetzt diskutieren, wer ist schuld, der nicht fragt oder der nicht vorlegt. Ja, der Minister hat ja noch was anderes gesagt heute in der Bundespressekonferenz. Er hat ja wörtlich gesagt, für den Minister ist ja so etwas ganz bequem und vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht, nur mit den schönen Dingen immer befasst zu sein. Aber die Frage war ja, dass der Minister ja offensichtlich damit überhaupt nicht befasst worden ist und durch eine Bemerkung und erst als es Schwierigkeiten gibt. Man kann sich kaum vorstellen, dass bei solchen Volumina, bei solchen wichtigen Projekten der Minister erstmal überhaupt nicht informiert wird. Wenn ich den Rechnungshofbericht lese, dann sagt er ja auch, dass die Probleme unterschiedlich qualifiziert worden sind. Manche, also wenn das Problem nicht mehr lösbar ist, ich glaube, da muss man dann wirklich dem Chef was sagen. Wenn die meinen, sie kriegen das Problem hin, also ich meine die sogenannte Fach- oder Arbeitsebene, finde ich zwar ein bisschen komischen Namen, denn die Leitungsebene sollte auch arbeiten und tut es auch, aber die sich täglich mit dem beschäftigen, die Fachleute, die davon. So, das ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Aber ich will mal sagen, es ist schon immer wieder über das Projekt geredet worden. Es ging ja auch durch die Ausschüsse. Wir haben in der Tat alle Fraktionen, mit Ausnahme der Linken, also CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne, damals muss ich es umgedreht sagen, denn ihr wart in der Verantwortung, haben das akzeptiert. Was ist die Mentalitätsproblematik, die eigentlich de Maizière umdrehen will? Jetzt, Sie gestatten, ein kleines Zitat. Rüstungsstaatssekretär ordnete sogar an, dass der von den Abgeordneten angeforderte Bericht, Anführungszeichen, wegen der noch nicht geklärten Fragen dem Parlament vorerst nicht vorzulegen, Schlusszeichen, sei. Ich würde es natürlich nicht vorlesen, wenn es nicht aus dem Jahre 1980 stammen würde und bei der Tornado-Affäre den Staatssekretär Schnell von Hans Apel getroffen hätte. Der Hans Apel stand vor ähnlichen Fragestellungen offensichtlich. Aber es gibt ja den Vorwurf des Parlaments, dass es nicht richtig einbezogen und zwischenzeitlich wird eigentlich relativ viel informiert. Bei diesem, der Rechnungshof hat sich in einem Punkt sehr intensiv um diese Aufklärungsfähigkeit, also nicht um die Drohne eingeschaltet. Wieso? Weil wir ein relativ, darf ich sagen, altes, klappriges Flugzeug hatten, die Breguet Atlantique, wo uns der Rechnungshof dazu gedrängt hat,
das nicht noch weiter zu betreiben, weil dass die Betriebskosten so hoch sind. So, 2010 war das dann das letzte draußen. Und das führte dann auch dazu, dass ein gewisser Druck entstand, möglichst schnell diese Drohne zu haben. Der Vorwurf der Parlamentsseite, besonders natürlich der Opposition, ist ja, dass das Parlament viel zu wenig einbezogen wird. Das ist eine ganze Frage. Ist es manchmal nötig, dass das Verteidigungsministerium aus Gründen der Effizienz so vorgeht? Es ist grundsätzlich ein Problem da. Ich meine, jetzt werden Probleme von 1980 zitiert. Es gibt viele Probleme. Es gibt eine lange Liste von schiefgegangenen oder zu teuer gewordenen oder zu lange gebrauchten Beschaffungsvorhaben. Und dann gab es jetzt endgültig eine Bundeswehrreform, bei der das anders werden sollte. Und die Weise-Kommission, die Vorschläge gemacht hat zur Vorbereitung der Bundeswehrreform, hat gesagt, dass das alles so nicht mehr ginge mit den Organisationen, den Strukturen, wie es die gibt. Man müsste die einstampfen und neue machen. Weil einfach das BWB, also das Bundesamt für Beschaffungswesen der Bundeswehr, nicht mehr reformierbar ist. Das ist nicht passiert. De Maizière hat das ineffizienteste, was die Bundeswehr hatte, nämlich das Beschaffungsamt, mit dem zweitineffizientesten im IT-Amt zusammengelegt und wundert sich, dass es nicht vorangeht. Und nachdem die Reform jetzt seit 2 Jahren läuft, sagt er heute, im Übrigen mache ich jetzt eine Taskforce, um festzustellen, welche strukturellen Mängel es gibt. Da kann ich nur sagen, da ist die ganze Reform gegen die Wand gefahren worden. Ja gut, es war ja der Clemens sagte ja, der Planungsstab ist aufgelöst worden im Zuge dieser Reform. War das ein Fehler gewesen? Wäre das als Frühwarnsystem nicht wichtig? Wir haben ja deutlich mehr Ebenen, bei denen Controlling nicht stattgefunden hat. Wenn mir heute gesagt wird im Ausschuss, dort gibt es Controlling, aber nur auf freiwilliger Ebene, da werde ich wahnsinnig. Freiwilligkeit und Controlling kriege ich nicht in einen Satz zusammen. Also es ist wirklich grundsätzlich ein Riesenproblem in der Struktur da. Und die Struktur, wie sie bisher existiert hat, war nicht reformierbar. Und deshalb ist sie auch nicht reformiert worden, sondern die ist nur vergrößert worden. Und deshalb ist dieses Chaos einfach weiterhin beständig. Wie ist es mit der Reform denn weitergegangen, die jetzt in diese Weise-Kommission vorgeschlagen hat? Ist die auf halbem Wege stecken geblieben, denn man könnte ja an einem solchen Einspruch sagen, das geht noch nach dem alten System. Dieses Projekt ist altes System. Da können Sie die neue Reform noch gar nicht dran messen. Das ist unser Problem. Aber es geht ja ums Krisenmanagement und das muss ja sofort greifen. Genau. Ja, das wird sich jetzt erweisen. Das ist jetzt der Testlauf dafür. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich habe jetzt also, nachdem wie das heute gelaufen ist, ist mein persönlicher Eindruck, dass der Minister sich heute relativ gut aus der Affäre gezogen hat, weil er gesagt hat, hier und hier und hier sind Mängel. Das sind zum Teil Mentalitätsmängel, das sind zum Teil Mängel, die bei mir liegen. Das sind zum Teil Dinge, die mir nicht berichtet worden sind. Aber er hat gesagt, in der Sache ist die Entscheidung richtig und das ist der Zeitpunkt der Entscheidung richtig gewesen. Also da hat er sehr klar und deutlich Interessant hat gesagt, es sei eine, dass ich das noch mal richtig zitiere, muss ich auf jeden Fall dieses Blatt noch mal holen, dass es sei eine richtige Entscheidung gewesen, die fehlerhaft zustande gekommen sei. Ja. Das lässt einen erstmal etwas ratlos zurück, was darunter zu verstehen ist. Denn fehlerhaftes zustande kommen hat ja meistens nicht die richtige Entscheidung zur Folge. Also wenn man es mal auf einen polemischen Satz bringen will, die Tatsache ist, dass er nicht in die Lage versetzt worden ist, diese Entscheidung zu treffen, sondern dass die Daten und Fakten, die zu dieser richtigen Entscheidung geführt haben, eben auf der Staatssekretärsebene hängen geblieben sind. Das ist das, was er moniert und wo er sagt, das kann nicht sein in einem Ministerium, wo er die Verantwortung trägt. Das muss zu ihm auf den Tisch. Und in dem Moment, das ist nun eine Bewertungsfrage, wenn er das so haben will. Okay, bisher war die Praxis eine andere. Und bisher ist die politische Führung mit solchen Dingen anders umgegangen. Er prägt jetzt einen neuen Stil. Gut, das ist seine Entscheidung. Wenn er das so will, muss das jetzt so ausprobiert werden. Wie gesagt, dann ist er aber sehr viel schneller, sehr persönlich in der Verantwortung. Dieser Apparat im Verteidigungsministerium, wir beziehen uns jetzt nicht nur auf den aktuellen Fall, sondern auf die Geschichte dieses Ministeriums, führt ja ein virulentes Eigenleben. Das ist ja nichts Neues, worüber wir hier diskutieren. Wird denn der Minister jetzt auch das in den Griff kriegen können? Er hat ja gesagt, politische Verantwortung besteht für ihn darin, das jetzt besser und anders zu machen. Er hat deswegen hat er den Umbau gemacht, um es besser in den Griff zu kriegen. Auch das kann man nach einem Jahr des Umbaus noch nicht abschließend bewerten. Es gab einen Minister, der hat es mal mit sehr starker Hand gemacht und hat dadurch relativ lange
in dem Amt überlebt. Da ist aber, ich sage mal, die Diskussionsstruktur innerhalb des Ministeriums dabei verloren gegangen. Er macht es jetzt anders. Er sagt, ich straffe die Organisation und versuche das auf diese Art und Weise im Griff zu behalten. Man hat heute den Eindruck, in diesem einen Fall hat es noch nicht gegriffen. Wir müssen jetzt sehen, wie die anderen Fälle sich dann darstellen. Das ist zu früh, das zu bewerten. Dafür ist der Prozess noch zu sehr im Gange. Lassen Sie uns vielleicht mal einen kleinen Einschub machen über die Drohnen selbst. Wie sinnvoll dieses System ist. Die fliegen sehr hoch, sie sind kaum angreifbar, sie sind Menschen, sie sind ressourcenschonend. Man hat so das Gefühl, man könnte diese Drohnen dann ja eigentlich jederzeit und immer einsetzen, wann immer es beliebt. Wie gesagt, es sind keine Menschenleben gefährdet. Man kann aus relativ sicherer Entfernung viel Aufklärung betreiben über die Kampfhandlungen, die Drohnen auch auslösen können. Reden wir noch. Ist das so? Kann man dann jederzeit einsetzen, wie es einem dann beliebt? Sie haben ja vorhin die Unterscheidung gemacht zwischen Konflikten und Nichtkonflikten. Die politische Schwelle zum Einsatz sinkt natürlich, wenn keine Gefahr mehr besteht für eigene Piloten und eigenes Personal. Aber natürlich gibt es völkerrechtliche Grenzen, auch für den Einsatz von Aufklärung. Man darf nicht ohne weiteres über fremdes Gebiet fliegen und aufklären. Man braucht entweder die Zustimmung des fraglichen Staates, man braucht ein Mandat des Sicherheitsrats, das ist evident. Das sind die Grenzen, die bestehen. Ja, gibt es denn diese Regeln schon, dass man sagt, nehmen wir an, wir hätten eine Aufklärungsdrohne, eine, die, also Eurohawk, der funktioniert. Gibt es denn dafür auch völkerrechtliche Regeln oder ist das dann, sind das dann verdeckte, möglicherweise verdeckte Aktionen, die es dann auch leichter machen, selbst wenn man Kriege und Konflikte damit vermeidet, die dann mit dem Kriegsvölkerrecht in Konflikt geraten? Die gibt es schon. Der markanteste Fall auf dieser Höhe, wir reden bei Eurohawk ja von bis zu 20 Kilometer Höhe, war mal ein amerikanischer Pilot, der sich mit dem einzigen Höhenaufklärer, den es auch heute noch gibt, die U-2, nach vielleicht irgendwie verirrt hat über der Sowjetunion, ein gewisser Gary Powers, der dann, ich glaube, 1956 dann zur Landung gezwungen wurde und ein Politikum war. Das war nach meiner Erinnerung eine Verletzung des Völkerrechts. Es war gar keine Erlaubnis, dass er über dem Land fliegen durfte. Er hat es trotzdem gemacht. Herr Kollege Nuripur. Und für Drohne stellt sich die Situation genau gleich dar. Ja. Aber das, um auch noch mal den Hinweis von Professor Zimmermann aufzunehmen, dass wir, ich glaube, da besteht jenseits der Diskussion auch Konsens, dass wir uns in Deutschland bei der Nutzung von solchen unbemannten Fluggeräten, genauso wie bei bemannten Fluggeräten, an das Völkerrecht striktissime halten und halten müssen. Das könnte niemand, der das zu verantworten hat, wirklich ertragen und zulassen, wenn das so ist. Halten Sie denn Drohnen generell für eine gute Idee als zukünftiges Waffensystem? Das hängt ganz davon ab, wenn Sie von Waffensystemen sprechen und damit... Entschuldigung, also militärisches System, also Waffensystem und Aufklärungssystem. Ich meine überhaupt, dass das, man prophezeit dem ja eine gewisse Zukunft. In vielen Ländern wird geforscht, damit kann man auch inzwischen sehr viel Geld verdienen in der Rüstungsindustrie. Ist das ein Zukunftsprojekt? Es hängt, wie gesagt, ganz davon ab, was damit getan wird. Also kein kategorisches Nein von mir. Wir haben in Afghanistan schon sehr lange im Einsatz Drohnen, die aufklären, die nicht nur Soldatenleben schützen, sondern auch häufig dazu beitragen, dass Zivilisten geschont werden dann bei Operationen. Also das ist nicht so, dass Drohnen an sich gerade zur Aufklärung was Falsches sind. Aber die Bewaffneten verändern massiv die Kriegsführung und deshalb brauchen wir eine ethische, eine rechtliche Diskussion darum. Und sei es, wenn es darum geht, zu realisieren, dass bei den Amerikanern die Kampfdrohnenpiloten deutlich mehr posttraumatisch belastet sind als die Kampfpiloten der Flugzeuge. Die selbst fliegen. Klar, weil sie ja auf den Bildschirmen sehr viel genauer sehen, wen sie dort gleich treffen werden. Das nimmt ja eine Seele mit. Und diese Dinge muss man natürlich diskutieren. Also wenn man jetzt feststellt, dass die Aufklärung, die Drohne als Aufklärungsinstrument vielleicht gar nicht umstritten ist, habe ich das richtig verstanden, dass der Minister sagt, aber wir müssen uns auch über ein Waffensystem Drohnen Gedanken machen? Ja, das ist grundsätzlich ja zu diskutieren, aber das ist noch zu diskutieren, das ist nicht entschieden und da gibt es Pro und Contra. Aber bei den rechtlichen Fragen, die jetzt angesprochen worden sind, haben wir einen Bereich, der nicht geklärt ist. Das ist nämlich die internationale Verkehrsfähigkeit von unbemannten Flugzeugen. Da waren die Scharpingszeiten war der Optimismus etwas größer als heute. Die Probleme sind schwieriger als gedacht. Und das muss natürlich gelöst werden. Im Kern liegt das Problem jetzt bei Eurohawk auch ein Stück daran. Es liegt auch noch daran, dass für die Zulassung von militärischem Fluggerät in Deutschland und anderswo
wie die Bundeswehr zuständig ist, aber auch haftet. Das heißt, dass der Güteprüfer, der dieses zuzulassen hat, sich natürlich striktissime an das hält, was er an Sicherheitsvorstellungen hat. Mhm. Und das ist in Deutschland ja sicherlich nicht wenig. Sie meinen damit jetzt in der Sinne die Flugsicherheit. Ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz auf das Kriegsvölkerrecht in dem Zusammenhang eingehen. Jetzt gab es vor 14 Tagen, veröffentlicht von einem Fernsehmagazin und auch von einer Zeitung, einen Vorfall, dass die Amerikaner von Stuttgart aus, wo das sogenannte Afrika-Kommando der US-Streitkräfte ist, einen Drohnenangriff geflogen haben, also geleitet aus einem deutschen Standort, um dort mutmaßliche Terroristen zu bekämpfen, sind wohl auch dort Terroristen ums Leben gekommen. Wie ist diese Situation rechtlich zu bewerten? Auch hier müssen wir zunächst schauen, zu erfahren, wo und wie genau wurden die Drohnen in Afrika eingesetzt durch die USA? Wurden sie etwa eingesetzt in Somalia als Teil eines möglicherweise bestehenden bewaffneten Konflikts zwischen den Milizen und der somalischen Regierung? Wurden sie dann dort eingesetzt gegen Aufständische, dann wäre der Einsatz als solches völkerrechtlich zulässig gewesen. Oder wurden sie eingesetzt in Mali zur Unterstützung der Franzosen zur Bekämpfung von Aufständischen? Oder wurden sie eingesetzt außerhalb eines Krieges, etwa im Jemen? Dann wäre der Einsatz der Amerikaner selbst problematisch. Wobei auch bei einem bewaffneten Konflikt natürlich die Erlaubnis sein muss der jeweiligen Regierung. Das ist klar. Das ist natürlich klar. In jedem Fall brauchen wir eine Zustimmung des jeweiligen Territorialstaats. In Somalia liegt das vermutlich vor. Ja, wobei man Somalia, glaube ich, auch ein Land ist, wo man gar nicht so genau weiß, wer eigentlich die Regierung ist. Pfeifen die Amerikaner da öfters mal aufs Kriegsvölkerrecht, dass sie sagen, also so präventionsmäßig müssen wir das jetzt bekämpfen, also seit dem 11. klar ist, was da möglicherweise rechtlich noch mit dabei hängt. Genau. Also seit dem 11. September vertreten ja die USA einen ganz weiten Anwendungsbereich des humanitären Volkes. Sie sagen alles, wir haben einen weltweiten Krieg, zunächst ein War on Terror durch die Bush-Administration, jetzt ein Krieg gegen Al-Qaida und Affiliated Forces seit Obama, der auch weltweit unbegrenzt andauern soll. Überall soll das humanitäre Völkerrecht gelten. Das ist falsch, das wird auch so von niemand geteilt. Und es wäre auch wünschenswert, wenn die Bundesregierung einmal das so sagen würde und sagen würde, ja, in Afghanistan sind wir in einem bewaffneten Konflikt, ja, es gelten die Regeln des humanitären Völkerrechts, ja, aber in anderen Bereichen gelten sie eben nicht. Sie gelten etwa nicht im Bereich des Jemen, dort gelten menschenrechtliche Vorgaben. Das wäre auch für die Positionierung und für die Stärkung der völkerrechtlichen Vorgaben auch mal wünschenswert. Wie gesagt, die Amerikaner eine sehr weite These von der Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts. Die letzte Rede von Präsident Obama scheint jetzt in eine andere Richtung zu weisen, auch mit der These, der Krieg müsse nunmehr beendet werden. Da müssen wir abwarten, wie sich das weiterentwickelt, auch die rechtliche Auffassung der Obama-Administration. Gibt es denn da auch Druck der USA, damit etwas lockerere Hand? Ich komme ja nun gerade aus Brüssel vom NATO-Verteidigungsministertreffen und kann darüber nicht berichten, aber ich kann nur allgemein sagen, dass wir über diese Fragen auch aus der Perspektive jetzt, was kommt nach dieser Dekade des Terrorismus gemacht. Als wir 2001 Joschka Fischer den Antrag für die Bundesregierung eingebracht hat, hatten wir eigentlich durch die Operation Enduring Freedom eigentlich die halbe Welt Teil eines postulierten Kriegsgebietes. Das ist heute nicht mehr richtig. Da müssen wir uns der Mühe unterziehen. Wir haben das ja damals gemeinsam dann auch durch Protokollerklärungen dann gemacht, schon angedeutet, völkerrechtlich verbindlich zu sagen, also die Mühe müssen wir uns schon machen, wenn wir einen Konflikt sehen, dass wir den auch als solchen benennen und nicht allgemein sagen, die Welt ist böse und wir müssen uns jetzt dagegen alles wehren. Das heißt doch, dass die Bundesregierung jetzt was dagegen tun muss, was in Ramstein passiert. Wir haben noch gerade gesagt, es kommt ja auch darauf an, ob das nicht in Konflikten, beispielsweise Mali, ein Konflikt, der ja nun durch eine Sicherheitsratsresolution jetzt eine neue, ja auch eine völkerrechtliche Legitimation, also die Gewaltanwendung hat. Diese Fragen sind dann eine Angelegenheit, die dann im Detail zu sehen. Aber dann müssen Sie doch erst rausfinden, was passiert. Also fragt die Bundesregierung jetzt die Amerikaner, was in Ramstein passiert, damit sie entscheiden kann, ob die es unterbindet oder nicht? Das sind Angelegenheiten, die dann man sehen wird. Gut, also wenn Sie jetzt aus dem NATO-Rat nicht berichten dürfen, aber die Frage ist ja, üben die USA den Druck aus auf Verbündete, gerade in dieser Frage, dieser Waffentechnik vielleicht
auch sich Ihren Vorstellungen anzuschließen? Selbst wenn Obama jetzt gesagt hat, er will das nicht weiterführen in der Weise, wie das bisher passiert ist. Da bezog sich ja da, glaube ich, auf Pakistan und die Grenzgebiete zu Afghanistan. Ja, die Amerikaner sind schon darauf aus, dass das zu einem NATO-Programm werden kann. Dass man das gemeinsam macht, die Gespräche wird es schon geben. In dem speziellen Fall glaube ich, dass die Amerikaner der deutschen Regierung gar nicht gesagt haben, dass von da aus das geführt wird. Nur wenn man die Zuständigkeiten von US Command in Stuttgart kennt, dann weiß man, dass eine Operation in Afrika dort geplant wird. Politisch entschieden wird sie woanders. Politisch entschieden wird sie in Washington. Ja, aber geplant wird sie dort und geführt wird sie in dem speziellen Fall gegebenenfalls von Rammstein. Das kriegt man aus der Zuständigkeit raus. Da muss ich die nicht fragen. Ja. Nur, dass man natürlich als Regierung in einer solchen Sache sagt, naja, vielleicht wollen wir es gar nicht wissen, was da wirklich passiert. Das halte ich für menschlich verständlich, ob es politisch gut ist. Gut, aber die Frage ist ja, Rammstein und Stuttgart liegen ja in Deutschland. Die Frage ist das überhaupt erlaubt, dass sozusagen eine politische Entscheidung fällt in Washington, die militärische Führung und die Operation von deutschen Standorten und die deutsche Regierung weiß nichts oder hat kein Mitspracherecht? Es gibt ja vertragliche Regelungen über die Nutzung von amerikanischen Basen in der Bundesrepublik Deutschland. Damit sind grundsätzlich die USA ermächtigt, von hier aus Militäroperationen zu führen. Das machen sie in Afghanistan, machen sie anderweitig. Ob es Informationsrechte der Bundesregierung gibt, vermag ich nicht zu beurteilen. Das bestimmt sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen. Aber dass sie solche Operationen grundsätzlich führen dürfen, das beruht auf entsprechenden völkerrechtlichen Verträgen. Aber natürlich das völkerrechtlich legitimierte Maßnahmen. Richtig. Natürlich, ist klar. Es müssen völkerrechtlich zulässige Maßnahmen sein. Ob jetzt im Einzelfall es sich um völkerrechtlich zulässige Maßnahmen handelt oder nicht, ist schwer zu beurteilen, wenn man nicht weiß, welche Operationen geführt worden sind. Aber wenn es dann Verdacht gibt, dass es das nicht ist, dann muss man zumindest nachfragen. Ich meine, wir sind Partner, wir reden davon, dass wir eine Wertegemeinschaft haben mit den USA. Wir sind Freunde, ich stehe dazu. Es ist total richtig, die Amerikaner sind unsere wichtigsten Partner. Und in dem Rahmen muss es möglich sein, die zu fragen, ob das, was sie tun, mit dem Völkerrecht, wie wir es verstehen, vereinbar ist oder nicht. Und zwar Staatssekretär, gerade bei der NATO kann man mit denen reden. Sie müssen entschuldigen, dass ich es ganz auf kleine Münze unterbreche. Wir haben gerade ein ganz anderes Problem, dass wir nämlich die eine oder andere Dokumentation für einen Flugfähigkeitsnachweis eines unbewaffneten Flugzeuges aus amerikanischen Quellen relativ schwierig herausbekommen haben. Also das hat sich ja, steht im Bericht ja auch drin, da sind die Amerikaner relativ zurückhaltend. Das sagen die Amerikaner aber anders. Die werden da gar nicht zurückhaltend, die werden da auch offen. Ich will vielleicht auch auf eine Sendung vor 14 Tagen mit Ihnen zurückkommen. Da ging es um die sogenannte Bemühungsklausel. Jetzt sind wir wieder beim Eurohawk, das da drin steht. Also die Rüstungsbetriebe, die das entwickeln, müssen sich bemühen, ein richtiges System abzuliefern. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist sozusagen Zahl der Steuerzahler. Sie haben damals gesagt, sonst könnten sie gar keine Rüstungsentwicklung vorantreiben, gar keine Entwicklung von neuen Rüstungsgütern. Das habe ich jetzt heute vom Minister aber irgendwie anders verstanden. Es gibt tatsächlich vertragliche Bestandteile, dass also die Verantwortung zum Beispiel für die Zulassung, dass dieses Ding also fliegen kann, sehr wohl bei den Rüstungsbetrieben, bei den, die das ausführen, liegt und nicht beim Steuerzahler. Es gibt Teile, was die zuliefern müssen für die Zulassung, Unterstützung, Managementaufgaben, die als Leistung geschuldet worden sind. Diese Bemühungsklausel, die sich aus den allgemeinen Bedingungen für Entwicklungsverträge mit Ingenieuren ergibt, die ist allerdings dort auch, hat auch der Rechnungshof geschrieben, zu Recht enthalten. Und das macht die Sache aber so kompliziert. Deswegen hat der Minister ja nun auch nochmal gesagt, er lässt das extern auch rechtlich nochmal prüfen. Ja, bis zu Regressforderungen. Es soll ja eine Anwaltskanzlei beauftragt werden. Also dann muss ja da ein Fakt vorliegen. Das ist eigentlich eine Rechtsabteilung, frage ich mich. Wenn jetzt eine Kanzlei das machen muss. Warum haben Sie eine Rechtsabteilung? Ich habe eine Rechtsabteilung, die gut ist. Und wenn man eine zweite Meinung haben will, das macht der Arzt, wenn er in einer schwierigen Konsultation ist. Der Patient sagt, ich möchte eine zweite Meinung dazu haben. Dann halte ich es für sehr gut und für richtig, sich eine zweite Meinung geben zu lassen. Aber was ist dann die erste Meinung? Die erste Meinung ist, dass es keine Ansprüche gibt.
haben wir im Vertrag anders gelesen. Ja, sehen Sie, dann haben Sie schon die zweite Meinung. Ohne dass Sie eine Anwaltskanzlei haben, wir werden Sie fragen. Also ich also finde, keine Ansprüche gegen die Rüstungsindustrie, habe ich das richtig verstanden? Keine Ansprüche gegen die Rüstungsindustrie, so ist bisher, das steht aus der Bemühungsklausel heraus nicht. Aber ich will nicht ablenken. Ich will aber doch noch mal auch mein Beispiel von vor 2 Wochen mit der Deutschen Bahn sagen. Ich höre heute, dass die Deutsche Bahn 16 ICE-3-Züge, die eine namentlich nicht zu nennende größere deutsche Firma liefern soll, nach 3 Jahren immer noch nicht einsetzen kann und sie deswegen den Fahrplan vielleicht zusammenstreichen muss, weil es dort Verzögerungen im IT-Bereich gibt, die eine Sekunde hin und her gehen. Also ist das Eisenbahnbundesamt beteiligt, es ist die Firma Siemens und andere sind beteiligt. Ich erwarte, dass die das hinkriegen. Aber Ihr Parteifreund Ramsauer hat wahrscheinlich den Vorteil, dass er dafür nicht ganz so viel Geld investieren muss. Das weiß ich nicht, was die Deutsche Bahn tut. Ich will nur sagen, bei solchen komplizierten Dingen sind Entwicklungsrisiken da. Und wir haben einen Vertrag gemacht, bei dem wir die Entwicklungsrisiken komplett umgekippt haben. Das war der A400M oder ist das strategische Transportflugzeug von Airbus. Zahlung bei Lieferung, erst wenn das Ding auf dem Hof steht. Das hat nicht funktioniert. Man muss auch mal einsehen, wir gucken natürlich zu Recht beim Verteidigungsetat sehr genau darauf, wo diese Gelder hinfließen. Wäre das ein Wirtschaftsförderungsprogramm gewesen? Das, was da abproduziert worden ist von der Firma, die dieses ISIS gemacht hat, das ist ja Hightech. Das ist ja neue Technologie. Am Rande der Technologie ist öfter mal gesagt worden. Diese ganzen Drohnen, die ganze Drohnentechnologie, unbemannte Flugzeuge gehen sehr weit an die Rande der Technologie. Wenn das in einem normalen Wirtschaftsförderungsprogramm in den Sand gesetzt worden wäre, würden wir heute hier nicht zusammensetzen und darüber diskutieren. Ich finde es ja gut, dass wir beim Verteidigungsministerium genau aufpassen. Aber man muss auch mal sehen, dass das nicht nur eine militärische Entwicklung ist, sondern auch eine sehr starke industriepolitische Entwicklung, um Deutschland als Hightech-Standort zu erhalten. Auch dafür ist eine solche Entwicklung natürlich wichtig. Insofern ist das ja auch Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzsicherung. Diese Regressforderungen an die Industrie erheben Sie ja jetzt auch. Wie realistisch ist das dann Teil des Geldes, 660 Millionen Euro, um die geht es jetzt ungefähr, ich rede von Eurohawk, da von der Industrie zurückzubekommen, weil das Projekt gescheitert ist? Also wir gehen nicht davon aus, dass es richtig ist, was der Minister heute gesagt hat, dass nämlich die Schuld für eine Musterzulassung nicht bei der Industrie liegt. Also wir wollen das sehen und wir lesen auch die Verträge komplett anders als das, was wir heute vorgelegt haben. Und wir sehen da eklatante Widersprüche zwischen dem, was der Minister von sich gegeben hat und das, was wir vorliegen haben. Deshalb werden wir auch Montag nochmal miteinander beraten in der Sondersitzung, die wir jetzt haben werden. Und wenn vor allem diese Frage, aber auch noch einige andere nicht geklärt sind. Die Gewährleistungsfrist für die Entwicklung abgelaufen oder nicht? Da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen. Also der einzige Ordinarius für Recht, wenn auch nicht für Zivilrecht, sieht es da. Und ich finde es eigentlich gut und richtig, dass wir darüber reden. Und über die. Aber liebe Leute, das sind klassische juristische Vertragsfragen, die kann ich nicht im politischen Diskurs, ob ich grün oder schwarz oder rot oder weiß. Es geht um die Vertragsinhalte, was steht da drin? Ja. Wenn der Minister am Anfang seiner Amtszeit sagt, ich überprüfe jetzt alles, alle Rüstungsprojekte neu, und jetzt kommt und sagt, huch, hat alles nicht geklappt und es kann sein, dass wir ein paar hundert Millionen verloren haben. Das sage ich jetzt, so kommt es bei mir an. Dann kann ich sagen, dass mein Vertrauen jetzt zu sagen, naja, das machen die Juristen schon, vor allem die Rechtsabteilung, das ist dann ein bisschen beschränkt. Das müssen Sie auch verstehen. Ja, aber ich habe beschränktes Interesse daran, dass wir dieses Thema politisch diskutieren. Das ist ein klapperhartes juristisches Richtig. Thema. Ich bin selber Rechtsanwalt, Zivilrechtsanwalt und der geht ab und zu mit mir in diesem Thema durch. So haben wir auch und wir gehen nicht zu einer Kanzlei. Also ich kenne weder den Vertrag noch bin ich Zivilrechtler, aber man wird mal prüfen müssen, wie sind die Chancen, Schadensersatz zu bekommen und wie hoch ist das Klagerisiko, wie hoch sind die Kosten, wenn man eine Anwaltskanzlei mit einer Klage beauftragt, welche politischen Folgen gibt es bei der Kooperation mit der Rüstungsindustrie, wenn man gegen die klagt, das wird es abzuwägen gelten. Und dann wird man entscheiden müssen, machen wir auf schlimmstenfalls Bundesregierung, auf dem Klagweg diese Ansprüche geltend oder nicht. Wenn es, das ist mein Verständnis, wenn es gute Chancen gibt, das Geld wiederzubekommen, das gibt es wohl sozusagen, dann muss man das auch versuchen, das Geld wieder zurückzubekommen. Richtig. Aber ob es eine solche Chance gibt, kann ich nicht beurteilen, ich kenne den Vertrag nicht, das können nur Leute beurteilen. Wenn jetzt Eurohawk nicht weitergeführt wird, es gibt ja, das hat auch Auswirkungen auf die NATO, denn dort wird ja ein ähnliches System entwickelt, Global Hawk. Warum gibt es da eigentlich zwei Bereiche? Das heißt, wir haben Eurohawk, die NATO hat Global Hawk. Ich dachte, es gibt eine gemeinsame
Verteidigungs- und Sicherheitspolitik? Warum muss man da zwei unterschiedliche Systeme entwickeln? Na, das gibt es in vielen Bereichen. Das Global Hawk ist die amerikanische Version. Der Euro Hawk war eine europäische, eben mit dem deutschen Aufklärungssystem drin. Stellen wir bei Global Hawk noch eine ganz andere Frage. Wir haben ja jetzt auch gehört, dass dieses Grundflugzeug von den Amerikanern nicht mehr weitergebaut wird. Auch auf Dauer nicht mehr weiter betrieben wird. Wie wir dann in der NATO hingehen und sagen, nun machen wir ein auf dieses in Amerika auslaufendes System eine Luftbodenbeobachtung. Den Aspekt finde ich auch noch ganz spannend, dass man den mal diskutiert. Der ist in der Diskussion hier in Deutschland nämlich bisher untergegangen. Ne? Wir haben auch da nur über Zulassungsfragen diskutiert. Das machen dort die Italiener. Die sehen das vielleicht ein bisschen lockerer, als das bei uns hier gesehen wird. Vielleicht, habe ich gesagt. Bedenklich zu sagen. Aber diese politische Frage, warum wir ein System laufen lassen, das die Amerikaner langsam aber sicher aus dem Verkehr ziehen, wo wir, das stand ja heute auch drin als ein Grund, warum man Eurohawk nicht weitermacht, keine Ersatzteile mehr bekommen, erhöhte Betriebskosten dadurch haben. Das ist ein weiterer Grund, warum das aufgegeben worden ist. Das sind Gründe, die gelten für Global Hawk genauso. Toten Gaul geritten? Der Beschaffungsvertrag 2007 endgültig unterzeichnet, hat den Golf 5 bestellt. Zwischenzeitlich haben wir den Golf 7 und die Northrop Grumman bauen weiter, aber den sogenannten Block 40 und nicht mehr den Block 20, das der Eurohawk hat. Da wird die Ersatzteilbeschaffung schwieriger. Nun kann man fragen, nachdem das offensichtlich 2010 sollte der hier fliegen, 2013 haben wir jetzt fliegt er übrigens gerade morgen, fliegt der Eurohawk aus Manching fest geplant in die Lüfte, erhebt sich, das kann er ja sogar, aber er hat eine Verzögerung, sodass er eigentlich älter geworden ist, Stangenware, die heute nicht mehr funktioniert. Der Global Hawk, der NATO Global Hawk, das ist die neueste Version. Deswegen kann man das auch nicht eins zu eins vergleichen. Wir haben aber sehr wohl jetzt drüber gesprochen, auch in der NATO. Und ein Informationspanel organisiert. Ist die Drohnentechnik jetzt erstmal am Ende? Wird die Schwierigkeiten haben, wieder ins Spiel zu kommen? Das glaube ich nicht, denn es steht ja in dem Bericht heute auch drin, bis zum Ende des Jahres will die Bundesregierung sagen, wie jetzt in dem Drohnenthema weiterverfahren wird. Es wird ja schon lange diskutiert, allerdings bei der kleinen Drohne, bei der kleinen Auflegungsdrohne, ob man da nicht eine europäische Entwicklung anschöbt, also gerade um die Technologie wieder zu fördern und bis dahin ein Leasingmodell macht mit den Israelis oder mit den USA. Aber das ist leider nicht richtig. Da steht drin, dass bis Ende des Jahres die Alternative auf den Tisch kommt. Die kann auch wiederum bemannt sein. Das kann ein normales Flugzeug sein. Und jetzt wird gesagt, das kann ein Airbus sein. Airbus fliegt aber keine 20.000 Meter hoch, sondern nur 15.000 und muss möglicherweise noch Luft betankt werden. Das heißt, es sind erhebliche Folgekosten, die noch kommen können. Wir haben leider nur noch eine Minute. Werden Sie den Untersuchungsausschuss fordern? Wir haben das schon gesagt, wenn am Montag die zentralen Fragen, die wir haben, dazu gehört Regress, dazu gehört natürlich die Frage, warum ist bei Global Hawk geschwiegen worden, dass man wusste, dass es Probleme und Risiken gibt. Wenn diese Fragen nicht beantwortet werden am Montag, werden wir es tun. Aber Bundestagswahl ist im September. Bis dahin werden Sie möglicherweise sich noch gar nicht richtig konstituieren. Wir können uns nächste Woche bereits konstituieren. Und der Rechnungshof hat ja alle Unterlagen bekommen. Das heißt, die muss man ja nicht zusammenstellen. Wir können im Laufe von Juni bereits ein Programm, Beweisanträge, alles haben und können innerhalb von 2 Monaten alles durch. Am Ende August werden wir fertig. Der Minister hat personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen. Wann wird das Sie ziehen? Und wer muss gehen? Preußisch, welcher Beamte ist Staatssekretär? Wird er sich das in Ruhe anschauen und wird dann auch noch mal einige Fragen, die sich sicherlich jetzt in der Diskussion ergeben, auch noch mal vorlegen. Aber er wird welche ziehen? Nein, das weiß ich nicht. Er behält sich das vor. Und so meint er das dann auch wirklich. Vielleicht ja, vielleicht bis nein. Wird er die Entscheidung treffen? Ob er welche am 23. zieht? September vielleicht. Wenn er die dann noch treffen kann. Richtig. Gut. Am Montag ist ja wieder Verteidigungsausschuss und der Minister wird noch mal da sein und danach dann die Entscheidung über den Untersuchungsausschuss. Das heißt, Phoenix, liebe Zuschauer, bleibt natürlich auch am Thema dran und wir werden in unseren anderen Sendungen auch über die Entwicklung der Drohne weiter berichten. Morgen in der Phoenix-Runde Aufruhr in der Türkei, verspielt Erdogan den EU-Beitritt. Das Thema morgen in der Phoenix-Runde, seien Sie dabei und vor allen Dingen bleiben Sie bei Phoenix.